Einen wonderful Monday und damit einen tollen Wochenstart wünsche ich euch allen da draußen, dass ihr eine richtig erfolgreiche Woche habt. Ja, der Montag soll immer am schnellsten vorbeigehen für euch. Und damit das auch klappt, da sind wir natürlich immer bei Dime Time Live. Das ist so mein Montag, da dreht sich eigentlich fast alles nur um Dime Time. Ich war selber da vor einem halben Jahr oder so extrem überrascht, als ich auf einmal deinen Namen in meinen DMs geslidet gesehen habe. So. Natürlich, ja, einfach so. Ich habe mich auch sehr gefreut, kann ich dir sagen. War Fan-Moment für mich direkt. Und das war für Fabis Abschiedsfeier. Für den Abschied, ja. Hatten wir sogar geplant, vielleicht so ein kleines Video zu machen, aber es war so spontan alles. Dann habe ich es leider nicht hinbekommen. Dann habe ich nur so ein kleines Video aufgenommen, dass man in Berlin auch geil fischen kann. Du warst ja vor Ort dann, ne? Ja, ich war da. Wir sind auch viel zu spät darauf gekommen. Und am Ende kam die Idee sogar von einem Manager von uns, was völlig random war. Ich weiß bis heute nicht, wie der auf die Idee gekommen ist. Als er das gepitcht hat, dachte ich mir, ja, perfekt eigentlich. Aber es war mir schon klar, dass das zu kurzfristig wird. Aber ey, am Ende hat er sich über das Video gefreut und du hast ja auch versprochen, das wird er nachgeholt. So, und ich glaube, dass er genügend Anlässe gegeben hat, geile Videos und Sachen über ihn mit ihm zu machen, so, weil wie der jetzt da bei euch eingeschlagen ist, so jetzt mal abgesehen von dem scheiß Elfmeter, den er gegen uns schießt, ist es wirklich sehr erfreulich, dass der bei euch so performt und auch so seinen Stempel aufdrückt. Also überrascht mich tatsächlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich will euch aber positiv in die Woche reinschubsen mit einem stabilen Banger. Wir switchen ja hier bei The Life of Splash die Playlist immer gut durch, haben viele verschiedene Arten dabei. Bissele Trap, bissele Grime, bissele dies, bissele das. Ja, und jetzt gehen wir mal wieder in Deutschrap rein. Ja, und bei Deutschrap gibt's wenig für mich, was wirklich klappt und was ich mir regelmäßig dann auch mal gebe. Aber ein Artist holt mich da schon öfter mal ab und das ist Reezy. Und Reezy hat ein Lied, was ziemlich gut zu einem Montag passt. Viele wilde Sachen. Und deshalb machen wir Itachi Flow als Track of the Week. Drei Flow-Switches in dem Lied, einer krasser als der andere. Depressiv, depressiv, ob es ja WLAN gibt, piep, c'est la vie, Vitamin, negativ, jeden Tag gut. Wilder Part, wir gehen in den nächsten. Beat Switch ist böse, alles dabei. Und der dritte Part ist noch krasser, aber überzeugt euch selbst. Ist in der Playlist drin. Die Playlist ist in dem. Ne, ich habe keinen Spotify, Freunde. Ja, ich habe Tidal. Niemand benutzt das, aber jeder von euch benutzt Spotify. Ich habe es für euch gemacht, ja, nicht für mich. Link ist in der Beschreibung. Everyday, Song of the Day. Ich gehe jetzt ins Studio. So, wir sind back in the Stew. Auf der Seite haben wir wieder den Benjamin. Benjamin kann gleich mal das Essen bewerten, was wir heute bekommen. Und da ist Rizlag. Wink mal, Rizlag. Freust du dich schon auf Jan Fieter Arp, Benjamin? Ich bin gespannt, ich freue mich. Weißt du, wo er gespielt hat und so? Stark, diesmal weißt du es wirklich, ne? Diesmal weißt du es wirklich. I am ready for the show today. Ja, ihr müsst auf jeden Fall mal alle am Start sein. Montags 18 Uhr, die beste Show der Welt. Dime Time! Wir haben heute von der Chefköchin einmal Chicken. Eine schöne Chicken-Keule. Mhm. Dazu haben wir Couscous. Maschallah. Dazu haben wir kleine Baby-Karotten in Honig. Und wir haben Süßkartoffeln. Uff. Jetzt schallert. Nochmal das Chicken hinterher, was sagen wir? Oh, das Chicken können wir eigentlich nochmal in den Ofen machen, oder? Das ist der. Der klassische Benji. Ist noch nicht warm genug. Ich hab noch nicht probiert. Ui. Aber das ist super. Aber Geschmack jetzt nicht von der Wärme her. Der Geschmack ist, weil es mit Wifi gekocht hat, 12 von 10. Der jawohl, genau das wollte ich hören. Richtig, ist immer eine 10, Minimum 10 von 10. So, das war's mit Dime Time. Wir gehen jetzt nochmal in die Action rein. Wo wart ihr, ist die Frage. Und nächste Woche, 18 Uhr, seid ihr am Start, Freunde. Wenn da Dime Time ist. Okay? Was haben wir für ein Feeling heute, Benji? Ach, noch nicht gut. Noch nicht gut? Noch nicht gut. Nee, noch gar nicht gut. Aber was denkst du? Bisschen ein paar Tage nicht aktiv gespielt, also nur so ein paar Pfeile geworfen, ja, also muss ich jetzt mal rein. Aber die Shindys, die sind's? Auf jeden Fall. Alright, das freut mich doch, dass du glücklich bist. Und mit auch mit hier oben, also dem Schaftsystem. Das neue Schaftsystem, so mit Aufsteckschäften, ne? Ja, das ist schon sehr, sehr geil, da geht ja wirklich nichts kaputt. Okay. 36. Alright, ja, geht gleich los, Freunde, kleiner Wager, ohne Geld. Was ist Haram? Best of 10, Benji vs. Splash. Wie in der Dime Time Challenge bald. Alright, ich starte. GG's.
what you want. Wäre zu geil mit einer Tastatur. Ist immer besser, ja. 86. Boah, was für Darts, Digga. Oh, yes. Ui, ui. 100. 29. Oh, kloppt er den hier fast raus, Alter. Break it out, motherfucker! Denn hier los? Mann, Alter! War aber nicht einfach nicht dein Arm, hat man gemerkt. Ja, Finishing lief gerade nicht so ganz und alles war auch nicht besser. Ja, passiert. Hast du dir trotzdem Finish verdient geholt, auf jeden Fall? Ja, als Gewinn darf ich erst noch eine Stunde nach Hause fahren. Das ist super, das ist der Hauptpreis. Wow! Dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Ich gehe jetzt erstmal weinend in den Schlaf.